Liebe Technikfreunde, herzlich willkommen hier im Weinladen Waldshut. Ich bin Weinsommelier Alex Wagner und freue mich, bei der Giervorstellung von David mit dabei zu sein. Schön, euch wiederzusehen. Teil 2 unseres Gear Reviews zum Gimbal DJI RS2 und in Teil 2 soll es um etwas Spezielles gehen, was es in der Combo Pro Version des RS2 gibt. Das ist der Raven Eye. Das ist ein Transmitter, um das Handy ganz einfach als externen Monitor zu benutzen. Wofür ein externer Monitor? Wir haben doch ein Display auf den Kameras und bei der Canon R-Serie haben wir sogar jedes Mal ein Klappdisplay, mal kleiner, mal größer. Das funktioniert ja eigentlich schon ganz gut. Wofür ein externer Monitor? Das kann viele Gründe haben. Einerseits vielleicht, weil dir das Display deiner Kamera ganz einfach zu klein ist oder dir fehlen irgendwelche Funktionen, die dir wichtig sind, auf deiner Kamera. Nach dem Verbinden mit dem Handy stehen dem Nutzer sinnvolle Tools zur Verfügung wie ZBrush, False Color, Focus Peaking und LUTs. Das Handy kann als virtueller Joystick benutzt werden oder mit Forced Mobile die Handybewegung direkt auf den Gimbal übertragen werden. Und da kommen externe Monitore ins Spiel. Es gibt auch noch externe Monitore, mit denen kannst du aufnehmen, kannst somit ein paar Benefits rausholen aus der Kamera. Kannst zum Beispiel bei der Canon R in 10-Bit Log filmen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht nicht um Recorder, es geht eigentlich auch nicht um externe Monitore, es geht hier drum. Gefunkt wird beim Raven Eye im Wi-Fi-Frequenzbereich. Er wiegt 126 Gramm, hat eine Batteriekapazität von 2970 mAh, eine Ladezeit von 2,5 Stunden und hält 3,5 Stunden. Seine Reichweite ist mit 100 Metern angegeben und die Latenz mit 60 Millisekunden. Dann wollen wir den Gimbal zusammenbauen, um zu sehen, wie wir nun das Raven Eye benutzen. Der Raven Eye kommt mit so einem Blitzschuh-Adapter. Und mit dem Blitzschuh-Adapter kannst du ihn einerseits hier reinsliden und andererseits, welch große Überraschung, in den Blitzschuh deiner Kamera. Aber wir schauen uns erstmal die Erstverwendung an. Das Ganze soll also hier rein. Und zwar, dass du außen die beiden Anschlüsse hast. Es sind drei Anschlüsse an dem Raven Eye. Und wenn man sich mal das Menü ansieht, was ich im Vorfeld schon mal getan habe, ein kurzer Spoiler, keine gute Idee. Wenn ich mir jetzt so das Menü angucke, stelle ich fest, es werden mir drei Versionen erklärt, wie ich das Ganze verbinden kann. Version 1 ist, ich verbinde also nur die Kamera mit dem Raven Eye und den Raven Eye mit dem Gimbal. Dadurch kannst du die Kamera selber natürlich nicht steuern, deshalb gefällt mir die Version nicht. Zweite Version ist ziemlich genau dieselbe, nur dass ich den Blitzschuh der Kamera benutze. Für die dritte habe ich mich eigentlich entschieden. Das heißt also Steuerung in die Kamera, Bildübertragung in die Kamera, beides in den Raven Eye und hoffentlich dann Kamera bedienen und Bildübertragung. Schauen wir uns das mal an. Und zwar als erstes mit der EOS RP. Dafür habe ich uns nochmal ein Objektiv mitgebracht. Dann montieren wir mal die Kamera. Ausbalanciert und Tipp vom Fachmann, die Kabel vorher an die Kamera dran machen. Sonst musst du wieder ausbalancieren. Zuerst muss man schauen, was für einen HDMI-Ausgang hat meine Kamera. Bei der RP ist es so, es ist ein HDMI-C. Das passende Kabel HDMI-C auf HDMI-C ist dabei. Wir verbinden die EOS RP mit dem Raven Eye.
Und als Besonderheit bei der RP ist es so, wir können uns das USB-C-Kabel natürlich sparen, weil, wie wir im ersten Teil schon festgestellt haben, die Bedienung der Kamera ist sowieso nicht möglich mit dem RS2. Schauen wir nun, ob die Bildübertragung funktioniert. Den RavenEye starten. Und was uns sofort auffällt, ist, das Display der RP geht aus. Das heißt also, wir nehmen den RavenEye raus. Das Display funktioniert und wir stecken den RavenEye an und das Display geht aus. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das bleibt so. Du kannst also mit der Canon EOS RP das RavenEye auf jeden Fall benutzen, aber du hast kein Touch-Display mehr. Du hast kein Touch-to-Focus mehr und solltest du RavenEye ohne dein Handy benutzen, siehst du auch keine Kameraeinstellungen mehr. Aber gut, warten wir ab. Wir verbinden das Ganze. Gimbal an. RavenEye an. Und den RavenEye mit dem Handy verbinden. Da taucht ein WLAN auf, was RavenEye und so weiter heißt. Der Name des WLANs steht auf dem RavenEye und das Passwort auch. Ich verbinde das, gehe in die Ronin-App und habe das Bild. Ich habe hier kein Bild. Und wie man sehen kann, ich nehme auch gerade auf, aber sehe auf der Kamera nichts. Für mich ein sehr großer Nachteil: mit der EOS RP kann ich, wie wir in Teil 1 gesehen haben, die Kamera nicht steuern und das interne Kameradisplay benutzen. Das ist natürlich ein Problem, was nicht am DJI Ronin 2 liegt, sondern ganz einfach an Canon. Wenn man sich auf der Internetseite gut informiert hat, bevor man die Kamera gekauft hat und den Wortlaut auch richtig versteht, dann ist einem das schon klar. Jesus Maria. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Das wäre die EOS R. Die hängt hier oben. Ein Objektiv drauf. Und nun mit der EOS R derselbe Test. Und wie wir schon bei der EOS RP gelernt haben, ein großes Problem kann es sein, dass wir das interne Display nicht nutzen können. Können wir das hier nutzen? Schauen wir mal. Kamera an, Gimbal an. Was wir als erstes probieren, funktioniert vielleicht das RavenEye direkt jetzt mit dem Monitor hier? Ja, das funktioniert. Ich habe das Bild der Kamera hier drauf, ohne mein Handy verbunden zu haben, WLAN auf. Und probieren wir mal direkt eine Funktion. Und zwar, eigentlich war meine Idee, diesen Kaktus hier zu verfolgen, aber ich finde das super langweilig. Deshalb, es ist noch relativ früh und warum bringen wir den Raben nicht in den Wald? Das wäre doch mega. Also. Schon cool, den Raben in den Wald zu bringen. Aber was habe ich gedacht, im Wald zu verfolgen? Zurück in die Zivilisation. Thank you.
Ihr seht, wir haben das Handy im Weg und natürlich, ihr könnt das Ganze hier runterschwenken, dann passt das hier prima. Hoch nicht, aber es hat natürlich seinen Vorteil, wenn man hier schön den Winkel einstellen kann und zudem... Klar, man hätte jetzt die Wahl, das iPhone bis hier zu drehen. Hier habe ich Clearance. Ab hier. Können Sie es nochmal probieren? Ja, wie jetzt in dem Video gezeigt, ihr könnt das Handy ganz nach außen machen, aber das Ganze wird schon groß dadurch. Das ist ein Nachteil. Versuchen wir mal, ob das Ganze auch auf Entfernung funktioniert. So, ich habe den Raven Eye jetzt auf den Balkon gestellt und das Gerät ist getrennt. Dem geben wir noch eine Chance. So, ich habe es draußen nochmal gekoppelt und vielleicht noch eine wichtige Info. Das hier ist keine 200 Quadratmeter Million-Dollar-Villa, sodass das super weit weg wäre. Luftlinie 4-5 Meter. Und das Gerät ist getrennt, unfassbar. Was? Das ist hier um die Ecke. Das ist, ja. Also. Raven Eye, das ist irgendwie nicht meins. Zur Vervollständigung, R6. Machen wir diese Antennen. Die hole ich noch raus und gebe dir noch eine Chance. Antennen rausgefahren, Balkontür offen, so dass die Strahlen richtig gut durchgehen. Und jetzt schauen wir mal. Ich habe noch Kontakt. Cool, okay. Ja, ich nehme alles wieder zurück. Ich habe noch Kontakt auf 6, 7 Meter und ich hatte Kontakt. Oh Mann. Womit wird er angegeben? 100 Meter, 25 Meter? Ich glaube, mit 100 Metern wird das Ding angegeben. Klar, das Ganze läuft über WLAN. Wir sind zu Hause, hier sind mehrere WLANs. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn du das Ding irgendwo benutzt beim Kunden, willst du ihm sagen, er soll alle WLANs ausmachen? Oder also auf Entfernung funktioniert das Ding auf keinen Fall. Für mich auf keinen Fall. Die Reichweite hat mir doch keine Ruhe gelassen, deshalb habe ich es an einem anderen Ort probiert. Keine Sorge, der Alex durfte sein WLAN anlassen. Und hier sieht man, ich komme einige Meter weit mit dem Handy. Und hier war die Entfernung oder die Reichweite nicht das Problem. Und weg. Yep. Was man hier sieht. Ich habe immer wieder Probleme, dass das Tracking nicht funktioniert. Auch wieder weg. Wir sind auch an einem relativ dunklen Ort und ja, vielleicht liegt das Problem daran. Bruder, ich laufe hier noch irgendwas um, ich sag's dir. Auch wieder weg. Wir haben uns auch noch die Tracking-Geschwindigkeiten angesehen. Und zwar sind hier Beispiele mit Tracking-Geschwindigkeit 7. Tracking-Geschwindigkeit 3. Tracking-Geschwindigkeit 5. Bei der Geschwindigkeit ist es eine gute Balance zwischen Verfolgungsgeschwindigkeit und Bewegung der Kamera. Ich persönlich finde sie in 25 Frames pro Sekunde etwas zu abgehakt. Zur Vervollständigung R6. Auch bei der R6 gibt es das... Probieren wir das Ganze nun mit der R6. Dafür habe ich noch das passende Kabel geholt. Das ist HDMI-D auf HDMI-C. Auch bei der R6 gibt es den Menüpunkt, in dem wir uns aussuchen können, ob wir simultan
das HDMI-Signal auf die Kamera und auf den externen Monitor bringen. Das suchen wir uns auch aus. Und da steht schon etwas, was uns so gar nicht gefallen wird. Und ja, wenn man sich im Vorfeld auf der Canon-Seite informiert hat, weiß man das natürlich. Kartenaufzeichnung nicht unterstützt. Das heißt also, ihr könnt beide Displays benutzen, aber dafür braucht ihr einen Recorder. Denn in der Kombination funktioniert nur die Aufnahme auf dem iPhone. Und dafür ist die Kamera, glaube ich, nicht wirklich gedacht. Oder man kann es nehmen für Social Media oder sowas, aber dafür wollte ich es nicht haben. Wir machen es mal nicht, verbinden es trotzdem. Das heißt also, Bildausgang nur auf den externen Monitor, respektive Raven Eye. Und ja, die Enttäuschung bleibt jetzt uns erspart, weil wir ja wissen, dass es nicht gehen wird. Hier wieder einmal das WLAN aus, so dass das Handy nicht verbunden ist. Einfach nur angesteckt und Gimbal an und schauen, ob wir komplett ohne Handy hier dieses Menü nehmen können. Ja, das können wir. Und das Verrückte ist, ich habe hier so ein Mini-Menü. Ich habe so ein Mini-Canon-Menü, weil ich das Menü noch offen gelassen habe. Ich muss auch sagen, man könnte die Einstellungen der Kamera auf diesem Bildschirm erkennen. Wenn man aber überlegt, dass man sich eigentlich mit diesem Raven Eye nur auseinandergesetzt hat, um einen externen Monitor zu haben, wegen der Größe, wegen der Funktionen wie Zebras, False Colors, LUTs draufspielen. Und man endet damit. Ich glaube, darum ging es nicht. Wollen wir mal das Handy verbinden? Macht den Bildschirm deutlich größer. Verbinden mit dem Raven Eye. Ich öffne die App und habe sofort das Bild. Kommen wir nun zum Fazit des Raven Eye. Funktioniert er mit all meinen Kameras, also mit der RP, mit der R und der R6? Ja, er funktioniert. Wie nützlich ist er? Das ist eine andere Frage. Mit der Canon EOS R ist es eine super Kombo. Das Display funktioniert und ich kann Focus to Touch machen, ich kann alles machen. Hab die Vorteile auf dem zweiten Display der Zebras, der False Color, der LUT-Verwendung und des größeren Displays. Bei der RP sowie der R6 ist das Problem, dass der interne Monitor ausgeht und wir können den Fokus nicht mehr so gut kontrollieren. Das Touchen auf dem Handy führt nur dazu, dass wir Active Tracking machen. Aber das Active Track funktioniert auch nicht berauschend, wenn das Objekt nicht scharf ist. Und einen Sinn hat es natürlich auch nicht. Mit allen Kameras funktioniert auch der kleine Bildschirm. Mit dem kleinen Bildschirm kann man auch die Mitte des Bildes fokussieren. Aber hier macht es nur mit der EOS R Sinn. Übrigens wird das mit der Canon R5 auch funktionieren. Wenn man sich die Details der Canon-Seite anschaut, hat sie bezüglich externer Monitore den Funktionsumfang, wie es die R auch hatte. Ich glaube sogar, man kann parallel aufnehmen auf dem externen und auf der Karte. Aber bei der R6 und der RP ist die Aufnahme auf der Kamera mit angeschlossenem externen Monitor leider nicht möglich. Das heißt also, hier war die Idee, nur über einen Recorder zu gehen. So,